Was ich bewusst vergessen habe, also vergessen in Anführungszeichen natürlich im letzten Review zu Miraniki, war natürlich der Schluss. Der hat mir nämlich irgendwie nicht so gefallen. Also im Anime war der ziemlich traurig und doch irgendwie noch offen war. Jetzt ist natürlich dieses Jahr im Juni, meine ich, oder im Juli, ein OVA zu Miraniki erschienen, nämlich Miraniki Radial. Und darum geht es in dieser Review. Und gleich schon mal vorweg, das wird eher eine Spoiler-Review, weil anders könnte ich da gar nicht drauf eingehen. Also wer Miraniki noch nicht gesehen hat und das auf jeden Fall tun sollte, der sollte hier jetzt besser weghören bzw. den Part einfach skippen. In diesem OVA wird ein alternativer, nee, wobei gar nicht mal alternativer, sondern das Ende nochmal neu aufgerollt. Das heißt, wir haben ja im eigentlichen Anime das Ende, in dem Yukino einfach allein in dieser Gotteswelt sitzt. Und traurig ist, dass Yuno tot ist und wartet und wartet und wartet. Und ganz am Ende sieht man noch, dass sich sein Tagebuch endet. Das war's dann. Aber man ist sich halt wirklich absolut nicht sicher, was passiert. Miraniki Radial kommt also in der ersten Hälfte ein paar Comedy-Elemente. Man hat nochmal alle Charaktere und wie sie eben jetzt leben und so und solche Sachen eben. Dann hat man auch noch Yuno. Yuno ist unglücklich, weil ihr jemand fehlt. Und dadurch kommt sie in diese Götterwelt, der dritten Welt, in der sie ja eigentlich jetzt gerade sind. Und da merkt sie, ja, sie muss einfach diesen Weg beschreiten. Sie geht einfach weiter und weiter und weiter. Trifft dabei dann nochmal auf alte Bekannte. Und am Schluss erreicht sie eine Kuppel, die dann irgendwie zur zweiten Welt wird. Und in dieser Kuppel ist Yukino. Und sie schlägt diese Kuppel mit dem Schwert auf. Und ist dann bei Yukino. Das ist meiner Meinung nach das Ende, das sie mir gewünscht hätte für den Anime. Beziehungsweise das ist auch das Ende, das er jetzt da ist. Ich finde es super, weil dadurch konnte ich echt an dem Tag, an dem ich das gesehen habe, war ich einfach nur so gut drauf. Das ist echt unglaublich. Eigentlich würde ich ja jetzt auch ein Fazit dazu geben, aber ich denke, das bringt es nicht wirklich, weil das ja eigentlich nur zu Miraniki gehört. Und wer Miraniki nicht gesehen hat, der braucht sich dieses OVA gar nicht anschauen, weil das ist wirklich nur für Miraniki-Schauer geeignet ist, weil es ja wirklich mit dem Anime mega brutal zusammenhängt. Wer Miraniki schon gesehen hat und dieses OVA noch nicht, der sollte das auf alle Fälle natürlich tun. Und ja, das wäre es eigentlich soweit. Punktzahl gibt es hier nicht, weil das ja eigentlich zum Anime dazu zählt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Alles hier gesagt ist und bleibt natürlich meine Meinung. Wenn euch die nicht gefällt, dann macht euch doch ganz einfach eine eigene. Bis dann, euer City Bloop.